Einen wunderschönen guten Abend. Setz dich zu uns an den Stammtisch und genießt den Schnack in diesem Sinne. Hallo Nuss und ich, Prüsterle! Prost! Ah. Oh mein Gott, ja! Wieder ein Gewinn! Von meiner Krombacher Aktion, die ist ja immer noch. Warte mal. Und. Oh, ein Euro! Ein Euro! Löst du die eigentlich wirklich ein? Ja, werde ich machen. Ich habe jetzt hier schon 2 Euro Nuss. 2 Euro! Also. Hast du dir so eine Kiste Krombacher gekauft? Ich kaufe immer Kisten. Also ich habe immer eine Kiste zu Hause, außer ich war mal eben für 1-2 Tage mal zu faul einzukaufen. Ansonsten habe ich immer eine Kiste parat und anderen Alkohol. Also kann ja immer mal wie jemand anklingeln, ne? Oder spontan fragen, so, Mensch, Nick, trinken wir mal ein. Aber auf jeden Fall, liebe Zuschauer, ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich bei meiner Begrüßung sagte, hallo Nuss und ich. Denn zum ersten Mal konnte ich Erik ersetzen. Nein! Achso, warte, ich. Ist ja kein Ersetzen, das ist ein Rauswurfen. Nein, auch das nicht. So. Okay. Denn der Mann setzt nur für diese Folge aus. Aber die nächste darf er dann dafür komplett selbst gestalten. Ja, das wird eine von Erik ausgewählte Folge, also die Themen, die da kommen. Hat dann alle irisch ausgewählt. Also er hat schon gesagt, es folgen 2 Themen, aber er wird uns überraschen muss. Ich bin gespannt. Oh. Ich bin gespannt. Ja. Die Frage ist, ob es ein Fluch oder Segen ist, ne? Bei Erik ist das keine Frage. Du hast recht. Oh, du bist wieder so gemein, Nick. Oh, hallo Erik, bist ja doch da. Neulich, als ich betrunken war, hat mir Tyson gesagt, ich spreche dann manchmal wie Erik. Weil als ich. Da habe ich einfach richtig schnell und undeutlich gesprochen. Das ist anscheinend wie Erik sprechen. Aber jetzt so nüchtern, ich bin ja prinzipiell jemand, der ja langsam spricht und deutlich, aber ich müsste mich konzentrieren, um so richtig schnell zu sprechen. Ich kann es mal versuchen, aber es wird schon anstrengend, so ein bisschen einen auf Erik hier zu machen. Ich finde das auch super schwer, ey. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich auch mit meinem Kopf dann immer hinterherhänge mit, okay, was sage ich jetzt? Ja, ja, wie macht der Mann das? Das ist bestimmt der Grund, dass er ab und an stottert. Da legt er sich schon mal so seine nächsten 3 Sätze, die er in 2 Sekunden rausballert, zurecht. Ja, ich glaube, er hat eine Rapper-Karriere angefangen. Ich glaube auch, wie ich bei Ultimate Chicken. Oh Gott, reden wir nicht drüber. Und weißt du was? Ultimate Chicken war so ein Projekt, hatte immer so, keine Ahnung, 30 bis 50 Aufrufe. Und dann diese verdammte Folge, Gangster-Rapper Nick, die wurde einfach von YouTube weit empfohlen. Ich dachte mir so, warum zur Hölle? Die hat fast 150 Aufrufe. Ich denke mir so, nein, warum diese Folge? Wo ein Schlager-Fan rappt. Ja, ja, das kommt gut an. Nix, Trash-Einkauf, sowas. Ich meine, die beliebteste Wizard-Folge ist die, wo ich mir ein Haus kaufe und es einrichte. Ich glaube, die Zuschauer erwarten, dass ich Animal Crossing spiele, nachdem ich hier schon Nick Nook heiße. Ey, ist das wirklich so ein Wizard? Oh nein. Ey, mit welcher Staffel ist das denn bitte? Die dritte. Du kannst auch einfach bei mir bei beliebtesten Videos drücken, das ist mein zweitbeliebtestes Video, nach dem ersten. Oh Gott. Was ist denn das beliebteste? Ja, das allererste Video. Ach, das allererste. Was ich ja nicht mal für YouTube gedreht hatte, das hatte ich ja eigentlich für WhatsApp-Status gemacht, da habe ich angefangen mit YouTube. Weil WhatsApp sagt, nee, ist so lange. Und so, ja komm, ich habe ja meinen YouTube-Kanal. Oh Mann, es ist schon witzig, wie ich hier angefangen habe. Möchtest du mal davon erzählen, wie du darauf überhaupt kamst? Auf meinen Trash-Einkauf meinst du? Auch, ja. Also auch allgemein mit YouTube. Also, ich wollte YouTube tatsächlich schon immer machen. Und ich fand auch Let's Plays immer so mega cool, habe ich immer gerne geguckt. Oder auch mal so Podcasts, sieht man gar nicht, also quasi das, was ich hier jetzt selber bringe, habe ich immer geliebt und ich schaue jetzt auch Sachen, ne? Jetzt so Let's Plays schaue ich bei vielen nicht, weil
weil das kann jetzt richtig abgehoben klingen, aber die Leute schneiden mir da zu wenig. Früher war ich so, ah ja, da hat mich das nicht gestört, aber jetzt weiß ich einfach, wie viel Mühe ich mir bei... Ja, wie anstrengend das ist. Ich sitze 3 Stunden im Schnitt und dann sitzt da jemand, der es quasi roh hochlädt und sagt so, oh ja, da muss ich jetzt mal schneiden. Ein Schnitt setzt er da. Und ich denke mir so, ey, will ich mich verarschen? Ich sitze an manchen Videos sogar 9 Stunden dran. Lass mir das nicht mal bezahlen, dass ich das mache. Mache es als reines Hobby. Und dann denke ich mir manchmal so, nee, gucke ich nicht. Was ich eher gucke an Let's Plays... wirklich so One-on-Ones oder wenn mehrere Leute dabei sind, einfach so mitschnacken. Also wirklich das, was ich ja auch mache. Gibt's nicht viele, die das machen, aber ein paar gibt's. Ja, und ja, das schaue ich da auch öfter mit Tyson. Ja, Podcast immer. Immer, bei, wenn ich selbst zocke, wenn ich Switch spiele oder so, dann mache ich mir mal einen Podcast nebenbei an. Die gute Ersatzbank. Ersatzbank? Mhm. Oh, Expertenrunde habe ich früher auch geguckt, aber habe ich inzwischen alle Folgen gesehen. Wird ja nicht mehr weiter produziert, aber mit schon. Anderer Besetzung, aber von demselben Kanal-Owner gibt es jetzt die Ersatzbank. Aber fehlt mir die Musik im Hintergrund. Weil von der Expertenrunde habe ich für den Stammtischschnack die Musik geklaut. alles rein Inspiration hier. Der Mann ist halt mein Vorbild, ja. Ich hatte in der 9. Klasse echt mal ein Fanplakat für ihn erstellt. Oh, was? Ja, das hängt. Im Englischunterricht sollten wir unseren liebsten Promi vorstellen und ich habe dann Moggy genommen und habe ihm so richtig süß sogar in seinen Pilzfarben. Also mal habe ich grün geschrieben, mal rot. Oh, das ist so süß. Mit Bildern dran geklebt. Da habe ich in meinem schlechten Englisch das da geschrieben. Und das hängt bis heute bei meinem Vater im Haus an der Heizung. Oh, in welcher Klasse war das denn bitte? 9. Oh, 9. Mhm. Hä, voll cool. Ja, ne, also ich war ein richtiger Fan und bin ich immer noch. Ich guck den Mann und ich lache einfach. Der erfüllt 1:1 meinen Humor. Ich fühle den einfach. Und der schneidet die Videos auch aufwendig. Das sehe ich. Und so ist mich da einfach viel schöner zu sehen, wenn ich weiß, die Leute geben sich richtig Mühe auch für ihre Videos. Die haben dann auch es dementsprechend verdient, die entsprechende Rückmeldung zu kriegen. Da kommentiere ich da auch manchmal gerne, aber wenn da jemand nur so halbherzig Dinge reinklatscht und Hauptsache Quantität, nicht Qualität, denke ich mir so, nee, also ich selbst mache öfter mal, also es wirkt jetzt die Woche auch wieder so, als hätte ich ein paar Tage Pause gemacht, aber ich saß die Tage daran, hab mir Outlast Whistleblower schon mal alle Szenen angeguckt und schon mal so das Beste der Besten rausschneiden, hat sich schon mal mehr viel rausgeschnitten und da musste ich passen, wie es mit der Musik dann beim Trailer passt, wie ich das da am besten so szenarisch reinschneide. Mm, und genau, die Reihenfolge. Genau. Und dass es auch so einen Aufbau hat. Aufbau, ja, genau. Ja. Und das ist nicht gerade wenig Arbeit und dann nehme ich mir auch lieber die Zeit, klar. Ich könnte mich da auch einfach mal 10 Stunden hinsetzen und durcharbeiten, aber auf der anderen Seite, ich habe auch meine Freizeit, mein Privatleben, ja, genau, ne? Ich mache das ja nicht als Hauptberuf. Ja, klar. Ja, und von daher nehme ich mir auch die Zeit. Ich meine, in meiner Kanalbeschreibung steht ja auch, es kommen täglich zwischen 0 und 2 Videos. Hauptsache 0. Die 2 steht einfach nur so da, damit. Ich habe es einmal bisher gemacht. Einmal hatte ich jetzt schon die 2. Na okay, früher öfter im letzten Jahr, aber dieses Jahr hatte ich es einmal. Seitdem ich diese Beschreibung habe. Aber ansonsten stresst es mich halt jetzt selbst nicht so sehr. Ne? Ich meine, es steht in meiner Beschreibung. Und ich finde auch mein neues System besser, dass ich mir so einen festen Wochenplan habe. Weil dadurch habe ich dann immer irgendein Projekt vernachlässigt. Entweder es war der Stammtisch oder Ultimate Chicken Horse. Oder damals war es eine Business Tour. Jetzt nämlich durch meine neue Kanalinfo, wo einfach so ein Upload-Plan steht, so Upload-Reihenfolge. Prinzipiell ist dieselbe Reihenfolge wie damals beim Wochenplan. Also ist halt wirklich fest und die Zuschauer können sich darauf einstellen, so, aha, das Video kommt als nächstes, dann das, dann das, dann das. Und das aktualisiere ich auch immer möglichst. Cool. Das macht es auch für dich definitiv entspannter. Das ist so das Leben eines Cutters, ne? Am Anfang bist du natürlich etwas ambitionierter. etwas
Ja, auch ich würde auch sagen, eher verlorener, weil du halt noch gar keine Ahnung hast, was du tun musst. Ich sag's dir, schau dir Phasmophobia 1 nächstes jetzt mal an und jetzt Phasmophobia Story Mode, da sind Welten dazwischen. Ja, das ist oder wenn ich mir Rusty Lake Hotel angucke, klar, so ein paar Sprüche von mir sind ganz witzig, aber letztlich wurde da null geschnitten, abgesehen von dem Outro. Das war halt so richtig das alte Let's Play und jetzt inzwischen bin ich mehr zu so einem richtig geschnittenen übergegangen, wo es einfach auch keine wirklich langweiligen Szenen gibt, weil wer möchte dann letztlich, zum Beispiel nehmen wir jetzt sowas wie Cube Escape oder Grim Tales als Beispiel, Szenen, wo niemand redet und einfach nur so am Rad gedreht wird. Wäre so spannender, wenn man kaum vorspult oder Musik drüber legt, die irgendwas da so untermauert. Klar, ja. Ja, so Musik und so ist ja auch eh allgemein sehr, sehr wichtig, gerade bei Videos. Und bestimmt, wenn du Filme schaust, achtest du jetzt auch auf den Schnitt, oder? Nein, auf die Musik achte ich. Ich achte, wenn ich Filme gucke, achte ich auf die Musik und denke mir so, oh, diesen Soundtrack könnte ich mal verwenden. Alter. Nee, ich hätte erwartet, dass du da so auch mehr jetzt auf den Schnitt schaust. Weil da nee, auch auf den Schnitt schaue ich eher bei YouTube-Videos, weil einen Film habe ich selbst noch nie geschnitten. Wüsste ich jetzt nicht, wie mir das gelingen würde. Aber bei YouTube-Videos nehme ich mich selbst einfach so als Maßstab und denke mir dann öfter so. Vor allem auch bei YouTuber, die ich früher gern geguckt habe, da denke ich mir so, ja gut, hätte man ja bitten was machen können. Und wenn sie dann auch noch sagen, da geht's dann in den Schnitt, ich denke mir so, wo? Nix! Die haben das in den Rahmen gepackt und das war's. Das wäre so, als hätte ich bei Findet Nemo nichts geschnitten und nur da meinen Nemo-Rahmen hingemacht. Oh nein, das versaut so vieles aus der Vergangenheit. Oh nein. Oh Gott. Ja. Oh nein, ey. Ich find's schön, dass du mich da verstehst. Ja, natürlich. Ich hab ja auch in der Vergangenheit ein bisschen was geschnitten. Und ich musste auch zum Beispiel für die 9. Klasse ein Abschlussvideo schneiden. Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Alter Schwede. Du hattest da Amateure als Schauspieler. Wirklich? Ey, das waren ja... Ich kann es dir nicht beschreiben. Das waren Puppen. So vor der Kamera. Das ist das Schwierigste, wenn man aus schlechtem Material was Gutes herausziehen soll. Möchte. Scheinbar, also ich habe halt sehr guten Lob gekriegt für den Schnitt. Aber auch nur, weil ich so kleine Zwischenszenen gemacht habe. Weil jemand, einer war zum Beispiel, der war so nervös, der hat dann immer wieder so ein bisschen geklatscht beim Reden. Und dann habe ich das genutzt, habe ich mir eine Musik rausgesucht, wo geklatscht wird. Wie geil ist das denn? Und dann, als diese Klatschszene kam, habe ich den quasi vervierfacht. Und dann hat er geklatscht und ganz schnell geschnitten, aber... Voll gut, Nuss. Ja, ich konnte das nicht auf mir sitzen, dass ich da die übelste Scheiße draus machen muss. Weil ich hatte ja noch eins geschnitten. Und das war nicht so gut, aber das lag auch wieder am Material. Und zwar musste man so von seinen Praktikumserlebnissen berichten. Ja. Dann habe ich nachgefragt, auch, habt ihr Bilder vom Praktikum gemacht? Habt ihr irgendwelche, mindestens eins? Oder vielleicht sogar ein cooles Video, so ein süßes, das passt schon, alle hatten nix, ne? Wow. Und ich konnte nicht meine Bilder reinnehmen, also nur, das wäre auch ein bisschen weird gewesen. Deswegen habe ich sie komplett sein lassen. Ja, das Video war wirklich schwierig. Also, ja. Mit dem Material habe ich nämlich ähnliche Erfahrungen gesammelt. Ich habe ja schon recht zeitig mit dem Schneiden angefangen. Jetzt rollen wir die Geschichte einfach von ganz neu auf. Heute ist ja eh so ein Schnack. So wie mit dem Thema irgendwas. Und damals hatte ich meine American Horror Story Fanseite mit 16. Genau, mit 16 habe ich mich mal zu Instagram überreden lassen. Und habe ich diese Fanseite gemacht. Ja, und dann, als ich einen Monat hatte, hatte ich schon von anderen so Fan-Edits gesehen. Von irgendwelchen Charakteren, die sich dann so da zur Musik bewegen, irgendwie sowas machen. Und dachte ich mir so, ja gut, versuche ich das auch. Habe ich angefangen mit Federfrei, mit Fiona Good. letztlich war es jetzt nicht so das Beste geschnitten, aber ich bekam mega positive Rückmeldungen. Weshalb ich dann am Ball
blieb und mein zweites wurde schon direkt deutlich mehr gefeiert. Das hat auch über 500 Aufrufe über Nacht bekommen. Da habe ich nämlich Barbie Girl genommen mit einem Transvestie-Charakter und seinem Freund. Das fand ich irgendwie witzig und es kam auch mega gut an, weil ne, Liz Taylor, für die Zuschauer, die es kennen, der ist halt da quasi wie so eine Barbie, deshalb passt es irgendwie. Und dann habe ich halt mit der Musik damals immer angefangen, die eigene Geschichten mit den Charakteren zu erzählen. Manchmal habe ich auch Charaktere, die ich hasse, Cordelia, auf die Schippe genommen. Und da so richtig Hass-Edits gegen gemacht. Und da habe ich dann auch so einen Unterschied bei den Schauspielern gemerkt. Zum Beispiel, wenn ich Jessica Lange editiert hatte. Mega talentierte Schauspielerin, wie sie sich bewegt. Das fließt über mit der Musik. Aber wenn man da jemanden hat, der mehr wie so ein Brett agiert, ist es schwer. Genauso ist es beim Videoschneiden. Wenn man da so stark. Wenn man da so einen Nuss hat, mit dem kann man arbeiten. Oh, Dömel oder so gut wie alle. Aber dann, ne, zum Beispiel Steven, mit dem hatte ich nur Yandere School. War es dann schon schwierig. Deshalb hat er auch kein Folgeprojekt. Gut, in echt sind wir jetzt auch schon zerstritten, aber hat dann auch kein Folgeprojekt mehr bekommen, weil ich mit damals war noch nicht zerstritten. Ich dachte mir so, ich meine, ist nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man schnackt, also wenn man aufnimmt und er redet dann davon so, ja, spielen wir vielleicht DVD und kam jetzt nicht ins Endvideo, natürlich nicht. Aber ich denke mir so, ja, das können wir auch nachher besprechen. Bist jetzt auch mal hier ein bisschen mehr bei der Sache, aber nö. War so null. Scheiße. Ich dachte, ihr habt euch relativ gut verstanden gehabt. Also, so in der ersten Folge oder ja, war nur so da, damals noch. Aber ich auch kurz verfolgt, inzwischen gar nicht mehr. Schade. Ja, schade nee. Der war schwierig. Der war auch starr, sag ich mal. Nee, der war ein bisschen, der war zu locker oder wie? Sollen wir jetzt hier nicht öffentlich bereden? Okay. Ich möchte jetzt hier niemanden öffentlich schlecht machen. Okay. Ja, das klingt doch vernünftig. Der hätte es keinen Namen nennen dürft. Ich meine, er ist der Einzige, der bis jetzt aufgetaucht ist und dann nie wiederkam, Nuss. Das müssen doch die Zuschauer nicht wissen. Oh Mann. Ja, gut, Momo prinzipiell auch bei meinem allerersten Sophobia-Video, aber zu dem hatte ich ja nie so wirklich Kontakt. Er war einfach nur so da zu diesem Zeitpunkt und ich war so, ja, ich nehme auf, bist dabei. Oh Gott. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich ein Bewerbungsvideo geschnitten habe oder aufgenommen habe? Nee. Weil ich war ja, auch für die Zuschauer, einmal bei einem bei einer berufsbildenden Schule für Mediengestaltung, digital und Print. Mhm. Und da war eine Abschlussaufgabe, dass wir ein Bewerbungsvideo aufnehmen sollten. Ja, und wir sollten dann auch ein Skript schreiben. Das war auf jeden Fall cool. Ganz interessant. Die meisten haben es ganz langweilig gemacht. Die saßen also vor der Kamera und haben dann erzählt, ja, das habe ich gemacht. Das kann ich. Ja, weißt du, das ist so das typische 0815 Langweiler-Scheiß, was jeder kann. Das ist irgendwie so. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mich kostümiert. Mit zwei verschiedenen Dingern. Ich habe mich gedoubelt. Das heißt, man hat mich gleichzeitig auf demselben Bild gesehen. Oh mein Gott, das ist so cool. Dann habe ich. Ich habe noch Greenscreen genutzt. Eine Bar aufgebaut und hab wieder übelste Detektiv-Mediengestalter gewirkt, der einfach keine Ahnung hat und einfach komplett verloren in dieser Bar ist. Oh mein Gott. Und wie kam's an? Und so ein kleines Monolog und sowas. Ich habe mich dann auch eingeführt mit, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin ein Mediengestalter, der gegen den Schatten der Gesellschaft und was weiß ich. Oh mein Gott. Ich kann mir so richtig vorstellen, während er sitzt in so einem richtig dunklen Zimmer, nur eine Lampe vor dir. Dann so eine Art Stimme. Ich bin Mediengestalter, der gegen den Schatten der Gesellschaft ankämpft. Und das ist meine Geschichte. Oh, das wäre auch richtig gut. Da,
eigentlich hätte ich das mit dir skripten müssen. Ich meine, Phasmophobia Story Mode. Das war, ne, was da in der Runde passiert ist, war reine Improvisation. Aber das außerhalb, ne, was immer in dieser Lobby, nenne ich es jetzt mal, war, genau, oder der Garage von Tyson, das wurde ja von mir immer geskriptet. Und ich finde es jetzt so im Großen und Ganzen auch voll gut. Das ist eine schlüssige Geschichte, die auch so einen richtigen Dramabogen und Spannungsverlauf auch wirklich hat. Also dafür, dass ich das so als Ungelernter gemacht habe, finde ich, war es schon gut, grundsolide hier. Ja, das fand ich echt tatsächlich ganz witzig, weil das so ein bisschen war wie echt so eine kleine Miniserie. Ja. Wo du, also klar, so das Hauptaugenmerkmal war ja Gegenstände raussuchen, rausfinden, raussuchen, mitnehmen, nutzen für ein Ritual. Ja. Und das hat mich, das fand ich ganz cool. Und dann kam ja noch immer schön die internen Themen. Geschichten. Ja. Themen, die auf einmal irgendwie passierten. Vor allem, ich habe das jetzt nochmal geguckt. Ich dachte mir so, mein Gott, was bin ich für ein Luder? Kaum war der erste gestorben, den ich die ersten Folgen angemacht habe, dann kamst du ja und ich wollte jetzt nicht spoilern, für die Leute, die es nicht kennen. Und dann werfe ich mich direkt an dich ran, gebe dir den Schmatz und so. Ich dachte mir so, boah, ey, bin ich ein Luder. Ich habe einfach mitgemacht. Oh Gott, ey. Einfach schön. Nein. Ey, Nuss, wir schwelgen ja richtig in Erinnerungen in dieser Folge. Ja, Gott. Finde ich schön. Also. Wir brauchen hier Erik nicht. Der ist bis zum Ende Stammtisch-Schnacks nicht mehr dabei. Wir schnacken einfach hier nur noch Nuss. Und so ist es auch, wenn wir eigentlich privat schnacken. Ja, so ein bisschen, ne? Das ja. Schon gut in die Richtung, ja. Schnack einfach intensiv über irgendwelche Themen und meistens zocken wir nicht mal zusammen, dass selber jemand monatelang braucht, um sich endlich ein DVD-Update runterzuladen. Ey, Mann, was kann ich denn? Einmal kommst du um 4 Uhr morgens an und sagst so, ey, Nuss, da, hast du zufällig DVD? Nee. Ich hatte aber schon mal davor dich zweimal danach gefragt gehabt. Ja, danach ist eine andere Geschichte. Ja, ich war da auf einem Dreh und ja, ich habe keine Ausreden. Ah, schön. So, Nuss, du wolltest doch ein Thema ansprechen hier, ne? Ach so, ach ja, das, was ich hier aufgenommen hatte, glaube ich, ne? Oder wie? Nee, Tee oder Kaffee. Tee oder Kaffee? Ja gut, wir beide wissen, welche. Wir was kennen die Antwort, ne? Ja. Wir kennen schon beide die Tee, Antwort. Tee! Tee ist die Antwort! Tee! Nein, ich bin Koffein-Junkie. Ich liebe Kaffee. Bis zu 7 Tassen habe ich am Tag getrunken. Das war eine schlimme Zeit. Da war ich süchtig. Wobei, Tee hat auch Koffein, Nick, ja? Tee schmeckt einfach nicht. Ich hab's öfter probiert, auch mit sehr viel Zucker dann, weil es mir schon so nicht geschmeckt hatte. Oder nicht. Und es war immer irr. Es wurde immer irrer gefühlt. Irgendwann war es mir zu süß. Ich dachte, um Gottes Willen. Weil Tee ist ja prinzipiell Wasser mit Geschmack. Und das ist schon so eine Sache, die ich sehr hinterfrage. Okay. Und was ist denn Kaffee? Das auch, aber es hat einen bitteren Geschmack, so richtig intensiven. Tee hat eher so einen leichten Geschmack und das gefällt mir nicht. Ach, hast du auch Schwarztee und so getrunken? Ich hatte Kamillentee probiert, da hatte ich gut. Einen Früchtetee probiert gehabt, zwei sogar. Weiß nicht mehr welche. Ich glaube, ich hatte mal Zitrone und Himbeere oder so. Und ich hatte auch mal Vanilletee probiert und das alles war einfach nicht meins. Okay, also ich kann dir mal so Schwarztee empfehlen, weil das geht eigentlich, was Bitterkeit angeht, schon Richtung Kaffee. So alles, was du jetzt genannt hast, war nicht mal ansatzweise. Das waren ja mehr süße Sorten, die ich hatte, genau, außer Kamille. Ja, genau, definitiv.
Ja, gut, und Kamille ist ja auch Kräuter, ne? Also Kräutertee ist ja auch, ist jetzt auch nicht für seine Bitterkeit bekannt. Ich trinke ja nur Kräutertee, weil ich damit auch durch, weil du ein Hippie bist. Koffein, ja. Weil ich damit den Koffein dodge, ja, du hast recht. Und weil es mir halt auch schmeckt. Weißt du, dann, weißt du, dieser Tee, ne, der, ich hatte dann das Gefühl, jede Krankheit geht weg. Das ist ein Witz, ne? Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Nee, aber wirklich, Schwarztee und Grüntee sind, glaube ich, so mit die bittersten Teesorten, meine ich. Ich kenne jetzt nicht so die anderen. Mhm. Und ich glaube, das könnte dir eventuell gefallen und die kann man auch mit Milch trinken. Okay, ich werd mal Schwarztee probieren. Boah, ich weiß, die Milch bei mir im Kühlschrank. Ja. Wird mal für irgendeinen Gast besorgt, der Kaffee mit Milch trinkt oder mal Kakao möchte, wenn er hier schläft oder so. Ja. Dann steht die da. Monatelang offen. Oh, weil ich rühre einfach keine Milch an. Und deine Mutter? Meine Mutter auch nicht. Und ja, selben Schlag. Ja. Ja, und wir beide haben dafür überhaupt keine Verwendung. Ich esse auch nicht mehr sowas wie Milchreis. Habe ich ja mal in Outlast erzählt, dass ich total herzhaft wurde. Ja, okay. Ja, und die Milch, ne? Die steht dann da immer. Deshalb habe ich nie Milch im Haus. Ich habe nie mit. Habe ich auch derzeit nicht im Haus. Muss mal wieder einkaufen gehen. Ich hatte neulich mal wieder Lust auf Müsli bekommen, wo Dömel mir davon erzählt hatte. aber er hatte Haferflocken gegessen, die gesündere Variante. Ich würde mir, wenn, ungesundes Müsli holen. Ja. Da bräuchte ich auch wieder Milch. Aber Milch ist echt so eine Sache. Ich war auch. Vor allem, das ist kurios. Früher habe ich Milch sehr gerne gemocht, aber dann, so die letzten Jahre, so gar nicht. Dann, wenn ich mal Milch probiert habe, weil ich wollte testen, ob die noch gut ist, habe ich dann gerochen, dachte mir so, könnte sein, habe es probiert davon so und dachte mir so. Also klar, ich war gut, aber der Milchgeschmack, der gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe früher Kaffee mit Milch getrunken, aber seit ich 13 bin, trinke ich den auch schwarz. Und ja, ich trinke Kaffee, seit ich 6 bin. Alter. Ja, und seitdem trinke ich auch eigentlich gar keine Milch mehr, seitdem ich Kaffee schwarz trinke. Alter Schwede. Es wird eine harte Umstellung für mich, wenn irgendwann mein Herz den schwarzen Kaffee nicht mehr mitmacht und ich dann wieder mit Milch verdünnen muss. Oder du trinkst Tee. Komm zur Teeseite, Nick. Ich komm nicht zur dunklen Seite. Vor allem eigentlich ist der Kaffee die dunkle Seite. Alter Schwede. Ich glaube, es gibt sogar so Weißtee oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Es gibt super viele verschiedene Teesorten. Ich kenne die nicht mal. Oh, es gibt doch auch einen Kaffeelatte. Der hat auch einen weißen Schaum. Also. Wenn die Leute, die ja in einem Kaffee arbeiten oder so und dann immer so diesen Schaum oder beziehungsweise eher Milchschaum ja meistens reingießen, machen die ja immer so eine coole Form, ne? Ja. Hast du das auch mal versucht oder so probiert? Weil wenn ich Kaffeetrinker wäre, würde ich das immer machen, glaube ich. Oder ich würde es nicht immer machen, aber ich würde es halt ausprobieren und immer versuchen. Nuss, wie sollte ich das machen? Auch wenn ich jetzt keinen Kaffee mal mache, ich trinke ihn doch schwarz. Ja, ich weiß, aber allgemein. So, ja. Soll ich dann mit dem Schwarz im Schwarzen versuchen, was umherzuformen? Früher war war ich zu jung. Ja, was zu jung. Damals habe ich mich noch über den Keks im Kaffee sehr gefreut, den es zum Kaffee dazu gab. Der war ja immer super, dieser Keks. Ich war immer traurig, wenn ich Tee bestellt habe und keinen Keks gekriegt habe. Beim Kaffee gab es immer Kekse. Ja, mein Vater kauft sich Kaffee und hat einen Keks gekriegt. Ja, was bist du auch ein Teetrinker los? Süße Kaffeetrinker werden bevorzugt von der Gesellschaft. Tut mir leid, Kekse. Ich trinke halt mit Tee. Warte mal. Hast du überhaupt schon mal Kaffee getrunken? Ich habe mal Kinderkaffee getrunken, als ich 14 war. So, probier richtigen. Kinderkaffee würde ich in den Trash-Einkauf sogar zuordnen. Oh, ja. Okay. Widerlich. Und mit 15 habe ich einmal Kaffee getrunken. Mit Milch war das, glaube ich. Und das war besser als Kinderkaffee, ne? Und das, ja, es war mir trotzdem zu bitter. Mit Milch zu bitter? Ja.
Oh. Also ich bin kein Fan von Bitter. Ich glaube, würde ich einen Milchkaffee trinken, würde ich mir denken, Gott, ist das süß. Ich wurde mal richtig sauer, als ich im Urlaub, ich hatte, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich einen Kater hatte. Nee, einen Kater nicht, dann würde ich rein vom Kaffee. Auf jeden Fall, ich war groggy einfach an dem Tag, hatte mich auf meinen Kaffee gefreut, habe ich festgestellt, dass ich mich verklickt hatte an der Maschine und dann hatte ich einen Milchkaffee. Und ich war so, nee, hab den meinem Vater gegeben, trink du den, und hab mir einen schwarzen Kaffee geholt dann. Am besten hättest du dann wieder aus Versehen einen Milchkaffee geholt. Nee, ich bin aber allgemein früher mal grob gewesen. Ich hab mir mal ein Glas geholt. Okay. Hab ich wieder am Platz gesetzt. Alle gucken mich an. Nick, warum hast du dir gerade ein leeres Glas geholt? Ich dann nur so, ja, falls ich durstig werde. Die Gläser stehen in den Getränkautomaten. Das war so richtig unnötig, was ich gemacht habe. Einfach nur Schnupfenglas geholt, ey. Ja, damit siehst du so, ah, okay, ich habe nichts mehr im Glas. Muss ich nächstes Mal für aufstehen. Ja, ich muss ja irgendwie meine sportliche Figur halten. Ey, ich konnte es nicht sagen, ohne und seriös, aber nein, es geht einfach nicht. Aber was ich zum Kinderkaffee sagen wollte, an dem Tag, wo ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, ich habe meiner Mutter gesagt, ich würde mal gerne Kaffee probieren, mit 6. Und dann hat sie mir Kinderkaffee gemacht. Fand ich widerlich. Habe ich dann, mittags haben wir früher bei meiner Oma gegessen. Und habe ich das dann erzählt und dann, habe ich gefragt, oder sie hat vorgeschlagen, ich weiß nicht mehr, wie es war, ich meine, ich war 6. Ja. Auf jeden Fall durfte ich dann ihren Kaffee da probieren. War nur ein Schuss Kaffee in Milch rein und ich fand's super. Ich habe auch schon immer Merci Kaffee geliebt, also die Kaffeesorte davon. Weil ich halt auch mal Kaffee pur probieren. Kannst du nicht? Die rote Box, da ist Kaffee mal dabei bei Merci. Aber. Ach Nuss, so. Tut mir leid, inzwischen ist Nuss meine Lieblingssorte. Aber Kaffee ist auch noch gut. Ah, das ist schön, dann bin ich immer in deinem Herzen. Das, okay. Das sowieso. Oder Gaumen oder Magen. Nee, aber pass auf. Dann ging's los. Da habe ich mir immer mehr Kaffee und weniger Milch genommen, bis dann der Tag kam, wo ich 13 war und ich glaube, das war sogar im Urlaub. Da wollte meine Mutter ihren Kaffee nicht mehr austrinken. Dann hat sie mich gefragt, bevor sie wegkippt, ob ich den probieren möchte. Und dann dachte ich mir so, schwarz habe ich noch nie getrunken, probiere ich mal. Damals hatte ich auch allgemein noch sehr wenig Milch. Und dann war so, geil, ich brauche keine Milch mehr. Scheiße, ey. Du hast viel zu früh angefangen, Kaffee zu trinken. Was glaubst du, warum meine Zähne so aussehen, wie sie aussehen? Also. Schwarz? Nein. Gottes Willen, nein! Scheiße, das ist ein gelblicher halt Sinn. Gelblich, ja. Mein Zahnarzt hatte mich schon mit 16 gefragt, ob ich rauche. Stimmt, ja. Und ich dann so, nee. Also, ah, dann ist viel Gummibärchen. Ich so, nein, auch nicht. Kaffeetrinker? Ja. Verdammt. Richtig erwischt gefühlt wahrscheinlich. Dann. Ich war einfach überrascht, dass er mich gefragt hat, ob ich rauche mit 16. Okay, beim Zahnarzt warst du, ne? Ja. Hattest du deine Weisheitszähne eigentlich gezogen? Ja, ich habe keine Weisheitszähne mehr, seit ich 14 bin. Das war super, es war so eine schöne Zeit. Okay, Nuss, ich würde jetzt noch sagen, die Geschichte, vielleicht noch danach ein Thema, dann. Ich glaube, wir sind schon fast eine Stunde am Schnacken. Ja, gut, wir sollten es langsam zu Ende kommen. Pass auf, mir wurde vorher gesagt, also ich durfte zum einen wählen zwischen Narkose oder einfach nur örtlicher Betäubung, also so ein paar Spritzen rein. Und ich bin allgemein kein großer Narkosenfreund, außer es muss sein, weil ich habe ja eine schmächtige Figur. Und ich hatte auch damals die Sorge, damals war ich ja richtig mager, das war die Zeit, wo ich... Damals habe ich verleugnet, ich würde fast sagen, ich war magersüchtig. Weil ich meine, du kennst mich auch so, man hat mein Schlüsselbein gesehen, man hat alles bei mir. Inzwischen, klar, man sieht es noch leicht, aber ich bin jetzt schlank, aber nicht mehr ein Knochengerüst. Das stimmt, ja. Ja, und ich hatte halt die Sorge, dass ich nicht mehr aufwache, wenn ich die Narkose kriege, einfach weil ich so wenig eigenen Körperwiderstand habe und da einfach der Narkose erliege. Deshalb sollte ich, ja komm, einfach Betäubung, knallhart durchziehen, habe ich es auch schneller hinter mir.
Wurde mir auch gesagt, kann ich Musik hören nebenbei. Habe ich mir einen Kopfhörer genommen, die reingesteckt. Dann lief da schön dabei Helene Fischer. Ja, und dann kam's. Ich habe genau gehört, wie er es aufschlitzt. Fand ich schon sehr interessant, das zu hören. Und dann, was mich einfach aufgeregt hat, es war mir alles egal, der hantiert da meinen Mund rum. Der Bohrer, der kam immer im Refrain. Nicht beim Aufbau des Liedes, er hat immer im Refrain angefangen zu bohren. Ich dachte mir so, oh, Alter, hör auf! Ja, hat er deine Musik auch gehört, so ein bisschen? Keine Ahnung, könnte sein. Vielleicht hat er es absichtlich gemacht, der hat was gegen Schlager, der Mann. Und ich glaube, danach hat er mich für einen ziemlichen Psychopathen gehalten, weil kaum waren sie draußen, habe ich gefragt, ob ich sie mir mal angucken kann. Vor allem, ich hatte sogar fünf. Ich hatte fünf Weisheitszähne. Lol. Oh mein Gott. Ich war ein kleiner Mutant. Er sagt aber, das ist nicht besorgniserregend. Es gibt Leute, die haben auch 12. Das sind auch richtige Mutanten. Ich dachte so, ja, okay. Ich hatte einen mehr. Deshalb mussten sie bei mir auch auf jeden Fall raus, weil der einen hätte dann den anderen weggedrückt, weil der war unter dem einen Weisheitszahn. Ah, scheiße. Und dann hätten sich alle verschoben. Und ich hatte von Natur aus gerade Zähne. Oh, das ist gut. Ich hatte nur für 5,5 Monate eine Zahnspange, weil das war so eine reine Schönheitsoperation quasi. Musste auch komplett selbst bezahlt werden. Weil ein Zahn, der hatte mir nicht gefallen. Der war verdreht. Ein einziger Zahn. Ansonsten waren sie 1:1 wie jetzt die Zähne. Deshalb ging es auch so schnell raus, die Zahnspange, ne? Andere haben schleißig 3-4 Jahre damit rum, ich 5,5 Monate, weg war sie. Ja, boah, aber auf jeden Fall habe ich mir die Zähne angeguckt und währenddessen hat mir der Zahnarzt gesagt, oh, Kieferchirurg war es, ja, dass, wenn wir gleich zum Auto gehen, weil das war in der Stadt, das heißt, das Auto war ein bisschen weiter weg. Ich darf nicht meinen Mund öffnen, weil gerade das eine Loch ist gefährlich, wo der fünfte Zahn war. Das sind ja offene Wunden auch gewesen, weil das geht auch bis auf den Kieferknochen runter, das Loch. Das war bis auf den Knochen runter, weil da unten noch der Zahn saß. Ja. Okay. Und, krass, ja. Ja, ich darf auf keinen Fall den Mund öffnen. Habe ich dran gehalten. Dann war ich die ganze Zeit Blut am Schlucken auf dem Weg. Es hat geblutet wie sonst was, diese offenen Wunden. Klar, natürlich. Ich war am Schlucken und Schlucken. Klar, waren ich komplett offen waren sie nicht, ne? Hat er ja zugenäht. Aber irgendwann war mein Mund so voll, dass ich erstickt wäre, hätte ich weiter geschluckt. Ah, du musst spucken, ne? Genau, meine Wangen waren so voll. Und ich war, ey, was die Leute so gedacht haben müssen. Ja. So viel. Echt? Was die Leute gedacht haben, ist, dass ich da einfach so eine richtige Blutlache ausspucke mitten auf dem Gehweg, ey. Was? Alter. Meine Mutter stand währenddessen neben mir und ich war so richtig so, pff, kam alles raus da. Das war wirklich so viel? Es war ordentlich. Alter Schwede. Ich habe auch die ganze Zeit nicht gesprochen. Ich musste gegen anschlucken. Ich wüsste nicht mal, ob das normal wäre. Ja, aber das wurde dann mit der Zeit weniger. Ja, ja, natürlich wird das weniger. Nicht so viel weniger. Ich muss auch ab und an ins Waschbecken zu Hause dann spucken, weil ich es dann nicht mehr schlucken konnte. Aber das hat sich ja am selben Abend noch gelegt wieder. Ja, und erst hat es noch gekühlt, es wurde langsam dicker, habe ich schon gesehen. Konnte noch konnte noch total normal sprechen. Ja, und bei Nacht hatte ich dann auch so versucht, mich so hinzulegen. Eine Wange auf dem Kühli liege ich halt drauf. Das andere habe ich drauf gelegt halt auf meine Wange. Ist aber ja nachts runtergerutscht. Und dann kam das große Problem. Ich hatte übrigens auch ein Blutspuckhandtuch, auf dem ich auch lag. Ja, okay, zum Schlafen. Das ist gut, ja. Ja, dann wache ich am nächsten Morgen auf und ich war so ein Hamster. Ich war so ein Hamster. Und das Schöne war, ich hatte null Schmerz, wie Sau. Ich hatte dann auch vergessen, ein Schmerzmittel zu nehmen abends dann. Und über Nacht. Ja, ich habe ja gar keine Schmerzen. Und ich konnte halt meinen Mund nicht mehr öffnen, da ich so fette Backen hatte, Nuss. Ich hatte so fette Backen, ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Aber ich stand da vorm Spiegel mit meinem kleinen Mundmündchen, was ich ganz leicht öffnen könnte, musste lachen über mich selbst. Es war immer so. Nur so. Ich fand mich selbst so lustig, wie ich aussah. Jetzt, wo ich mir die Bilder angucke, ne? Irgendwie war das niedlich. Ich so als Dickerchen. Ich glaube, ich könnte gut zunehmen. Ich habe ja allgemein schon ein dickeres Gesicht, dafür, dass ich schlank bin.
Ja. Mittlerweile, ja. Ja, stimmt, damals war ich noch sehr mager, wie gesagt. Ja. Du kennst mich halt schon ewig. Ja. Ewig. Ja. Hm. Und das ist eigentlich soweit die Geschichte von meinen Weisheitszähnen. Ich wurde 2 Wochen krank geschrieben. Ich war nach einer Woche wieder beim Arzt, hat er gesagt, oh, das Loch ist immer noch bis auf den Kieferknochen tief. Damit darfst du immer noch nicht raus, eine frische Luft. Und ich dachte mir damals so als Stubenhocker, jawohl, ich sitze zu Hause, jawohl, zocke, muss nicht zur Schule. Was gibt's Geileres? Ohne Schmerz zu Hause sitzen. Andere waren so, ich habe solche Schmerzen während den Weisheitszähnen. Ich war so, oh! Jetzt wieder ein Wizard-Gebiet geschafft. Ich glaube, ich habe 1,5 Wizard-Welten in der Zeit durchgesucht. Nein, oh mein Gott. Holy shit. Ich habe das voll ausgenutzt damals. Aber mein größtes Problem war, du weißt, ich bin ein bekennender Fleischfresser. Und so nach 3 Tagen, ich könnte auch nicht Vegetarier sein, das habe ich da gemerkt, da hat es mir richtig gefehlt. Ich hatte zwar so Ersatzprodukte und so püriertes Zeug, aber das hat's nicht gebracht, mein püriertes Hühnchen da mit Couscous und Reis. War ja alles ein pürierter Brei, nur was ich da gegessen hab. Ja, war ja eigentlich nur der Geschmack davon und kein wirkliches Fleisch, was ich da dann hatte, ne? Und ich war so auf Entzug, da bin ich am 3. Tag an den Kühlschrank gegangen und hab Wurstscheiben gelutscht. Ich hab die gelutscht, ich konnte ja den Mund noch nicht weit genug öffnen, dass ich beißen konnte. Also hab ich dann mit meinen Lippen irgendwie das durchgetrennt und dann so Wurst ein bisschen gelutscht und dann irgendwann runtergeschluckt. Ja! Ey! Das war so super! Oh Gott, so wie der richtige Fettsack. Ich muss jetzt was essen! Ja! Ja, so war's! Oh nein! Oh nein! Ey, Nuss, weißt du, was ich jetzt so gerade sehr schön finde? Die längste Stammtisch-Schnack-Folge wahrscheinlich ist die ohne Ehre. Ja, liebe Zuschauer, was lernen wir dadurch? Ehrisch ruiniert die Stimmung. Da muss man es früher beenden, bevor es noch eskaliert. Mit der Nusslohne ist es halt harmonisch, ne? Kann man nicht anders sagen. Dankeschön, dankeschön. Dafür hebe ich mein Glas für dich. Ja, ich auch. Prost. Prost. Ah, ich hätte mir gleich mehrere Stückeles genehmigt. So, möchtest du noch irgendein Thema ansprechen? Ich meine, ist die Irgendwas-Folge oder sind wir durch soweit? Ich kann einfach nur so einen noch was Kleines erzählen. Okay. Ich habe erfahren, dass eine Mitbewohnerin von mir tatsächlich Schlagerfan ist. Oh, sympathisch. Und auch von Helene Fischer. Also gerade Helene Fischer. Ja, war ich auch, ich gehe nächstes Jahr vielleicht mit Sabrina auf ein Helene Fischer Konzert. Oh. Und ich höre auch super gerne ihre alten Lieder. Ich bleibe tatsächlich ein Fan. Ich habe auch meine Poster nicht abgehängt, nur weil mich ihr letztes Album enttäuscht hat. Das letzte Album war halt eine Enttäuschung. Und ich hoffe echt, dass sie irgendwann wieder mehr zum klassischen Schlager übergeht. Mhm. Was soll denn das, wenn man als Schlagersänger durchstartet, warum möchte man sein Geschäft erweitern? Das wäre so, als, gut, ich mache jetzt hier Trash-Einkäufe, Podcasts, Let's Plays, ich mache schon viel, aber dann noch irgendwas, was wäre komplett gegenteilig, wenn ich hier jetzt eine Musikkarriere starten würde, oder was weiß ich. Das wäre so, ja, da würden sich alle Leute denken, die das gut fanden, weshalb sie bis jetzt da waren. Was soll denn das jetzt? Wenn ich von mir aus ein bescheuertes Lied mal rausbringe, weil ich mich selbst nicht ganz so ernst nehme. Ich meine, ich singe öfter. Und Dürmel versucht mich immer auch dazu zu überreden, dass ich mal so ein Lied rausbringe. Ja, nee. Einfach nur so, weil es perfekt peinlich wäre. Meine Hemmschwelle ist ja eh sehr weit unten, ne? Ich könnte mir vorstellen, irgendwann, in 3 Jahren oder so, bringe ich das vielleicht mal. Ja, das wäre natürlich ironisch gemeint und nicht mit der Intention, ich möchte jetzt da jetzt in die Charts mit. Einfach nur so für sich, ne? Ja, also dieses komplett Gegenteil, verstehe ich nicht. Ist jetzt immerhin noch nicht gewagt, wie Vanessa Mai Schlager mit Rap zu vermischen. Seitdem ist die Mai auch bei mir unten durch. Die zieht sich eh nur noch aus, Gesang rutscht in den Hintergrund. Ne. Also, seitdem sie Schlager mit Rap gemischt hat. Und das ja, in einem Album namens Schlager. Das hat mir den Rest gegeben.
Ich hatte meine Mitbewohnerin gefragt, wie ihre Meinung ist zum neuen Album. Mhm. Und die fand es ganz okay, aber fand halt Rausch sehr, sehr gut. Das Lied? Ja. Ich mochte ein Lied sehr gerne darauf und das war Blitz. Den Rest Blitz. Mittelmäßig. Viel war einfach so durchschnittlich, also ich weiß nicht, schlecht, man konnte es hören, aber manche Lieder waren das richtig so, gerade so Vamos Amate. Ich hatte mich so gefreut, Helene Fischers Comeback. Im Fernsehen wird ein Lied ausgestaltet, da kam Vamos Amate. Die Enttäuschung war so groß. Wie Dömi sagen würde, wurde ich wieder ein kleines Mondgesicht. Das sagt er öfter. Ich bin Mondgesicht, wenn ich traurig gucke. Oder wenn sogar Tränchen fließen, bin ich ein Regengesicht. Oh nein. Das meiste, wenn ich eine Karte habe oder sehr betrunken bin und gekotzt habe. Also immer, wenn ich kotze quasi. Ich weiß ganz genau, welchen Blick er meint. Ja. Ach stimmt, du hast mich auch schon so gesehen. Jau. Klar, natürlich. Ich würde sagen, zum Abschied ja. Heben wir nochmal unsere Gläser bzw. Flasche, was bei mir ist. Ja. Und Nuss, ich muss echt sagen, war ein schöner Schnack heute mit dir. War mir eine Ehre. Also ich bin heute Morgen duschen gegangen, dachte mir, beim Duschen kommen ja immer allgemein meine Ideen für Let's Plays und Einspieler und so. Frag nicht, warum es so ist, ich bin unter der Dusche am kreativsten. Ja. Und dachte ich mir so, ja, den Stammtisch heute mit Nuss, da wusste ich schon, hatte ich von Erik die Absage für heute bekommen. Ich dachte mir einfach so, ja komm, wir schnacken so über Aktuelles, über die kommenden Wochen, weil ich habe ja beim Outlast-Trailer schon geschrieben, nach meinem Urlaub geht's los, ich werde jetzt bald verreisen, aber ich mache da am Sonntag nochmal ein Video, als ich jetzt weg bin, weil diesmal bin ich etwas länger weg und vielleicht sollte ich dann doch mal Bescheid sagen, dass es so ist. Nee, natürlich neige ich 4 Wochen an der ersten Outlast-Folge. Ja, na, ist halt schwer, ne? Anstrengend. Deshalb dachte ich mir so, schnacken wir über sowas. Aber ja. Ich fand das jetzt so besser. Einfach mal so ein natürlicher Schnack. Das war einfach ohne Vorgabe, so wie wir halt in echt schnacken, wenn wir telefonieren. Ja, das fand ich auch ganz schön. War ja. Ganz nett. Vor allem, das Beste daran war, Erik war nicht dabei. Ey, auf einmal war die Besetzung ja richtig jung. Nuss. Auf einmal, ne? Auf einmal. Oh Gott, ich werd alt. Ja. Ach ja, übrigens, Erik hatte in der Zwischenzeit Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Erisch. Alles gut. Nachdem ihm die ganzen ersten 10 Minuten gefühlt fertig gemacht hat und jetzt am Ende wieder. Natürlich wird der alte Sack noch älter, dass das noch geht bei ihm. Eieiei. Bin auch überrascht. Ja, also so alt muss er ja so sein wie Erisch. Das habe ich schon damals zu ihm gesagt, als er in meinem Alter war, aber... Oh Gott. Ja, gut. Man kann ja nicht jeder Nuss sein, ne? So blutjung. Blutjung, sehr gut. Ja, auf dich kommt bald auch schon eine neue Zahl zu. 19. Ach, leider noch keine 2 vorne. Alter, ich hab schon angedeutet. Da meinte ich noch so, Nuss, noch ein Jahr und einen Monat, dann hast du auch die 2 vorne. Und du so. Okay. Jetzt kommen wir nicht mit deinem Zahlendreherwitz. Nein. Okay. Warte, hab ich da schon die 2 hinten? Nein. Habe ich noch nicht. Nein. Ich bin 21, wenn du 20 wirst. Ich wollte schon sagen. Ich habe kurz in meinem eigenen Alter gezweifelt. Also okay. Dann. Erik ist dann schon 24. Tschüss, wie du. Ja, Prost. Prost.